Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, die Videoqualität ist nicht ganz so schlecht. Ich glaube aber, ich muss die Softbox wieder anmachen. Sudele. Ich dachte, ich schminke einen kleinen Look aus meinem Schminkkörbchen. Heute ist Montag, Ostermontag. Ich habe meine Tagespflege schon drauf. Ich zeige euch einfach ein paar Sachen, die ich ja, Laufe der Woche so benutzt hatte. Zum einen mein Primer, den möchte ich ja leeren. Der bleibt jetzt auch so lange im Schminkkorb, bis er bam bam ist. Also immer mal wieder gibt es so Sachen, die einfach drin bleiben. Und ja, den finde ich nicht schlecht. Den habe ich in mehrfacher Ausführung. Deswegen finde ich das ganz eine gute Sache, wenn man ihn auch mal aufbraucht. Weil den finde ich wirklich gut für den Sommer. Der ist nicht zu reichhaltig, hat eine leichte einen Lichtschutzfaktor drin von 20. Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt oder nicht. Aber es ist ziemlich warm, also man kann sich schon einen Sonnenbrand holen. Deswegen ist es ganz gut. Ich meine, Make-up schützt auch irgendwie, ne? Also sonst wäre mein Gesicht ja nicht so hell, wie es als ist. Oder ich bin Albino im Gesicht, keine Ahnung, und kann keine Pigmente aufnehmen. Aber so an sich, ja. Ich habe gerade meine Challenge mit der linken Hand abgefilmt. Das war ganz witzig, muss ich euch sagen. Es war echt witzig. Also mir hat es ganz gut gefallen. Ich würde gerne mal wieder so eine Challenge machen. Blind schminken oder ja, ohne Spiegel halt. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriegen würde. Keine Ahnung. So, dann fangen wir auch an mit meiner Foundation. Ich hatte die letzte Woche komplett die Elf Foundation benutzt, gar nicht die MAC. Mir hat die Elf eigentlich so gut gefallen. Ich muss auch sagen, die Elf Foundation ist wirklich toll. Toll vom Finish, was es auf der Haut macht. Das einzigste Eklige ist der Duft. Also der Duft, der lässt mich wirklich abschrecken, was ich mir da ins Gesicht patsche. Deswegen würde ich diese Foundation auch nicht nachkaufen. Bis auf, wenn sich die Duftnote von Lackfarbe auf blumig oder sowas ja, ändern würden, dann könnte ich mir vorstellen, tatsächlich diese Foundation durch die Deckkraft und auch das Finish, was es auf der Haut macht, wirklich klasse. Aber der Duft ist abartig. Abartig. Und sie gibt so ein bisschen den Geist auf, obwohl da echt genug drin ist. Aber man kriegt das nicht so richtig mit diesem Pumper hin. Ich glaube, ich muss sie mal rauslaufen lassen in irgendeinem Spiegel. Das wird nämlich sonst eine Geburt. Ja, ich trage sie mir großzügig auf. Und heute soll es eben einen leichten Frühlings-Make-up geben. Einfach ja, ein bisschen Schminkerei. Nichts Auffälliges. Ich habe schon empfindliche Augen heute und auch gestern gehabt, gerade zur Lichtempfindlichkeit. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich irgendeine Allergie habe, denn gestern haben meine Augen so getränt, Leute. Ich war auf dem Feld Blumen pflücken. Es hat so getränt danach. Ich konnte mich gar nicht mehr beruhigen. Ich musste mich abschminken, weil das ganze Make-up, wirklich das ganze Augen-Make-up, hat es mir einfach verkackt. Es war einfach gar nichts. Einfach ein X-Nix. Jetzt gucken wir einfach mal, wie weit wir kommen. Uah. Ich habe noch Conditioner am Ohr. Sehr sauber habe ich mich abgeduscht, muss man ja schon sagen. Es bleibt mir aber öfters mal an den Ohren irgendwas hängen. Das ist ekelhaft. Wirklich eklig. Eklig! Und als Concealer zurzeit nutze ich tatsächlich den von Essence. Nicht unbedingt, weil ich ihn so gut finde. Ich sehe gerade so gelb aus, aber so gelb bin ich eigentlich gar nicht. Diesen Concealer hier, das ist einfach der normale. Und sobald nichts mehr rauskommen würde, würde ich den Stopper entfernen, es platt machen und nicht mehr nachkaufen. Ich glaube, ich habe ihn noch in Healthy Glow. Das ist jetzt der stinknormale in der 020. Ich finde den gar nicht mal so verkehrt, sagen wir mal. Aber es ist jetzt kein Favorit. Dann investiere ich lieber einen Euro mehr und zahle für den für Catrice. Den finde ich nämlich echt gut. Den Liquid Camouflage. Den kann ich so wie im Sommer auch im Winter tragen. Den liebe ich einfach. Und die 020 ist für mich perfekt. Was los, Nicola? Ja? Ha? Papa ist doch da. Warum muss ich das jetzt machen? Mama. Die Knete steht da doch. Oh. Wie gesagt, es wird ganz leicht, denn meine Augen sind so dermaßen empfindlich. Ich weiß nicht, was los ist. Entweder vertrage ich den Concealer nicht oder ich habe einfach keine Ahnung,
was das Problem ist und das macht es einfach zum Problem. Wenn ich mich nicht schminken kann, dann ist der Tag einfach nicht so, wie er eigentlich ist. Ist halt einfach so. Dann trage ich ein bisschen Bronzing-Kontur auf hier von Essence, den Stick. Den habe ich ab und zu mal getragen. Ich bin wirklich kein Mädchen von so Creme-Produkten. Ich finde das alles nix. Aber heute muss mein Update gemacht werden dann auch noch. Und ich benutze hier diesen kleinen fluffigen Pinsel und versuche das hier mal ein bisschen gescheit zu verblenden. Hier war ein bisschen zu viel. Sieht auch ein bisschen wüst aus, gell? Aber man kann ihn doch gut benutzen. Und ich denke, wenn ich ihn leer mache, bin ich auch glücklich, dass ich etwas aufgebraucht habe. Er macht mich jetzt nicht so unglücklich, sagen wir mal. Das sieht doch schon mal ganz ordentlich aus. Und dann gehe ich mit dem MAC-Puder einfach lang. Ich versuche jetzt eben, wie gesagt, die Produkte aufzubrauchen, die ich in meinem Projekt habe. So ein bisschen drüber. Ich finde dieses Puder fürchterlich. Das habe ich schon des Öfteren gesagt. Und dann ist mir das aber nicht genug, weil das MAC fixiert nicht wirklich. Gehe ich nochmal in dieses lose Puder hier rein von Fit Me und trage mir das großzügig auf. Und es hat eine leichte aufhellende Wirkung, obwohl das, glaube ich, 05 Fair oder sowas ist. Ist das sehr, sehr leicht getönt und man kann sehr gut damit einfach seine restliches Gesicht setzen. Und so ein bisschen die Deckkraft von dem MAC wegnehmen. Das habe ich so ein bisschen herausgefunden, dass das einfach schöner ist. Ich habe hier wieder Unreinheiten. Ich kann es auch nicht lassen, sie rumzudrücken. Deswegen hatte ich so einen riesen innerlichen Pickel. Also Leute, lasst lieber die Finger weg, auch wenn ich einen gesagt habe, drückt da rum. Oder das habe ich nicht wirklich gesagt, aber ich als Hautarzt würde euch raten, sie zu entfernen. Lasst den Scheiß. Das macht irgendwie keinen Sinn. Ich mache das auf meine Art und Weise und immer wieder denke ich mir, hättest du es bloß gelassen. Ich peele ein bisschen eine Lippe. Gestern hatte ich die Jaclyn Hill Collection drauf und zwar die lilane hier. Wunderschöne Töne, gerade dieses richtig krasse Lila, aber meine Augen haben so stark getränt, dass ich es im Endeffekt nur weggetränt habe und mich bei meinen Schwiegereltern abgeschminkt habe. Ich sah fürchterlich aus und das wollte ich nicht. Dann war mir ohne Schminke lieber. Ja. Ich peel das einfach mit so einem Kosmetiktuch, also es ist ein feuchtes Tuch, und nehme mir die Foundation von den Lippen und peel so die Körner klein, aber ja, versuche auch die Glitzerpartikel wegzumachen und ja, so ein bisschen besser zu machen. So, dann trage ich mir ein bisschen Color Corrector auf. Ziehe mir jetzt mal die Augenbrauen nach und zwar benutze ich den Catrice Augenbrauen Stylist und dann hole ich euch nochmal dazu. Ich denke, dass das besser ist. So, meine Hübschen, ich habe mich jetzt endlich entschieden. Und zwar möchte ich mit den zwei Morphes weitermachen, womit ich noch gar keinen Look geschminkt habe. Und zwar ist es einmal die Morphe Ament in Georgios. Das ist die orangene und grüne Variante. Und das ist hier so ein bisschen die rote Variante. Die habe ich heute schon mal getestet mit der linken Hand, aber natürlich ist das jetzt kein großes Fazit. Ich habe meine Augenbrauen nochmal mit einem Eyebrow Stylist nachgezogen. Das ist so eine Augenbrauengeschichte, womit man fixieren kann. Den finde ich richtig gut. Und ich glaube, ich möchte in dieser Palette so ziemlich viel machen. Ich gehe jetzt erstmal in diesen, Orange-Gelb-Ton rein und fixiere so ein bisschen mein Primer und verblende das großzügig mit einem Morphe-Pinsel aus der Elite Collection 3E23. Die finde ich richtig gut, die sind schön fluffig und man kann richtig gut Produkt damit aufnehmen und auch soft verblenden. Also großzügig, ne? Der ist so groß fast wie mein Lid, finde ich richtig gut. Ich habe so viele Pinsel und ich kann mich einfach nicht entscheiden, ob ich sie behalten soll oder lieber abgeben soll. Denn je weniger man hat, je weniger muss man putzen. Ist einfach so. Und je weniger man hat, muss man öfters halt putzen. Aber dafür hat man weniger.
Also irgendwie ist beides gut. Man muss sich halt ein bisschen entscheiden, was man lieber mag. Ich habe ja so ein frühlingsfarbenes Oberteil an, ist von Hollister. Ein stinknormales T-Shirt, bisschen sportlich. Ich denke, dass ich vielleicht ein Röckle anziehe oder so eine Schlapperhose. Mal gucken, was ich jetzt so mache. Ja, dann starten wir auch nochmal mit einem dunkleren Orange. Das ist das hier. Und da gehe ich ein bisschen präziser hier so in die Lidfalte. Der Lider da. Ja, aber da musst du auch ruhig sein. Mama. Oh, das ist aber lieb. Danke, Schatz. Du bist ja ein Lieber. Und damit können wir auch so ein bisschen am unteren Wimpernkranz arbeiten. Ich möchte heute nicht zu krasses Augen-Make-up haben, weil ich das Problem habe, dass sonst meine Augen drehen. Irgendwie vertrage ich diese helle Sonne mit so krassen Augen-Make-ups überhaupt nicht. Ich weiß es nicht, diese Goldtöne, ich werde auf sie zurückgreifen, wenn ich möchte nochmal. Ich gucke mal, was die andere Jaclyn Hill für einen Ton hat. Da jetzt reingeditscht. Ich möchte diesen bisschen braunen Ton, da bin ich nicht reingeditscht. Und trage ihn mir so soft wie möglich, aber so, ja, möchte so ein bisschen vertiefen, aber nur hier am hinteren. Es soll doch ein Tagsüber-Look werden und nicht zum Abend hier verurteilt sein. So, also so ein bisschen soft, ja. Es ist bei den tatsächlich so, dass sie sich manchmal besser blenden lassen, manchmal nicht. Also am besten richtig starke Augen-Make-ups, weil dann funktioniert das. Ich finde so softe Looks mit hochpigmentierten Mama, Geschichten eh immer schwierig. Mama! Mhm, hast du kaputt gemacht. Und ich fand diesen Rot schön, den möchte ich mir hier am äußersten... Ja, so ein bisschen. Das passt nämlich sehr, sehr gut zu meinem Oberteil. Deswegen möchte ich den auftragen. Aber nicht, natürlich nicht so. Und diesen Lolli finde ich auch toll. Bomb-Ass heißt er. Also ich mag diese Paletten. Vor allen Dingen finde ich die Farbkombi mal ganz interessant. Sind mal nicht so Standardtöne. Finde ich wirklich gut. So. Mal. Ist doch ein toller Alltags-Frühlingslook. Auf die Lippen hauen wir ein bisschen Kacke drauf. Wenn ich so rede. Ja, ich habe es genau gewusst, dass der sich sowas natürlich merkt. Ach. Nikolai, bitte. Ja, aber das musst du doch jetzt nicht die ganze Zeit wiederholen. Nee? Ich gehe noch mal in die Giorgio's Palette rein, denn da war so ein wunderschöner heller Lidschatten drin. Ich diesen, der ist nicht ganz so gut pigmentiert, vermutlich wie diese gröberen strukturierten, dass er noch so ein bisschen, ja, das Weiß in das Rot bringt oder in dieses Lachsfarbene gerade. Also hätte ich das stärker aufgetragen, wäre es sicherlich noch viel, viel intensiver. Das habe ich bei meinem Look schon gesehen. Aber ich möchte die Farben so soft wie möglich auftragen. Dass es wirklich nur so ein Touch von etwas hat. Wirklich sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Unten am Wimpernkranz arbeite ich noch ein bisschen mit diesem Orange. Ja, also von den Paletten kann ich nur sagen, das ist eigentlich... Die sind echt gut. Moment mal. Also ich finde die Paletten wirklich gut. Auch wenn man sagt, boah, die haben Fallout, das hat jeder und sind nicht so gut pigmentiert, doch. Also klar, manche Farben schwächeln da, aber dabei zu, also wo gibt es das nicht, dass eine Palette durchgehend gut ist und ich für 15 Euro kann man da nicht meckern. Also ich meine, man hat wirklich eine tolle Auswahl. Also ich finde sogar, diese Auswahl gibt es nirgendwo, diese Giorgio's Palette. Genauso wie diese Palette, ich kenne keine, klar, Colourpop, ne? Aber an Colourpop kommt man noch schwieriger dran. Mama. Dann würde ich sagen, verdichte ich ein bisschen meinen Wimpernkranz. Ich trage mir den hier so auf. Und ich muss sagen, der ist sehr, sehr subtil. Schon fast nicht sichtbar. Also, was heißt fast nicht sichtbar? Der hat so feine Pigmente.
dass das aussieht wie poliert. Also seltenst einen so günstigen Highlighter gesehen. Sogar der Joe E. hat mich sehr enttäuscht. Der hier von Wet n Wild ist ähnlich, aber hat diesen rosanen Shift eher mehr drin als diesen goldenen. Ich benutze so einen kleinen Pinsel, gehe in so ein dunkelbraun und... Dann habe ich die ganze Woche diese Palette benutzt und ich komme nicht klar mit ihr. Also egal wie ich sie auftrage, sie wird immer hässlich. Aber ich benutze sie trotzdem weiterhin und versuche wenigstens irgendwas zu pennen. Jetzt geht's eigentlich. Aber so, dann nehme ich meinen Blush, den ich sehr, sehr gerne benutze. Den kann ich euch absolut ans Herz legen. Das ist von Terra Naturi und das ist für mich ein absoluter Blush, den man immer benutzen kann. Ein immer Blush. Egal ob Sommer, Herbst, Winter, Frühling. Der passt einfach zu allen Looks und der gibt so ein gewisses Etwas. Und es, ja. Hier zum Beispiel, ja, an diesem Pickel haftet diese Kackfarbe so sehr, obwohl ich da ja nichts anderes gemacht habe. Nee, das ist einfach nichts. So, Fixierungsspray. Die ganze Woche hier das hier benutzt. Oh, geduscht habe ich damit, sage ich euch. Und als Lippenstift habe ich da schon eine tolle Idee. Ich habe den heute aufgetragen und der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Allerdings möchte ich den nur ganz leicht so auftupfen. Und dann gehe ich mit meinem Lipgloss von Alverde. Das ist eine Lip Cream, ist aber wirklich ein Gloss. Also ich finde nichts Cremiges, sondern es ist wirklich... wie ein flüssiger Lippenstift in Glossart. Also wirklich eine schöne, dezente Frühlingsfarbe. Sehr passend heute zu unserem Augen-Make-up. Ich muss sagen, es gefällt mir extrem gut. Danke, dass ihr dabei wart, sonst hätte ich es wahrscheinlich gar nicht so schön hinbekommen. Dann die Mascara, die ich am allermeisten benutzt habe, sind diese zwei. Also das sind meine absoluten Favoriten. Einmal von Essence, die Prince Lashes und einmal die Grooved Mascara Glam & Doll Boost. Denn ich finde sie wirklich richtig gut. Also ich finde das Ergebnis toll. Ich möchte noch diese LE-Mascara testen, aber eigentlich möchte ich keine neue aufmachen. Ja, man ist so im Zwiespalt. Ich brauche jetzt erstmal Mascara auf. Ich kaufe mir jetzt erstmal keine. Ganz einfach. Bleib mal stuck hier. Vor allen Dingen, ich habe noch Backup-Mascaras, die ich natürlich nicht geöffnet habe. Aber trotzdem, ich habe welche. So, jetzt lasse ich natürlich meine Haare Luft trocknen. Ja, das mache ich eigentlich immer. Ich habe, wie gesagt, Strähnchen reinbekommen. Ich habe nichts mitgefilmt, weil ich einfach die Zeit auch genossen habe. Meine Freundin hat eine Ziege oder zwei Ziegenbabys adoptiert sozusagen für eine Übergangszeit, bis die auf die Weide kommen. Und sie ist da Herz, die Mutter aller Ziegen gewesen sozusagen oder zwei Zicklein. Sind das ein Mädchen und ein Junge und total goldig. Und meine Tochter war natürlich Herz und Seele dabei. Ich hätte das vergessen, sonst hätte ich meinen Sohn noch mitgenommen. Aber das Problem ist, wenn man sich die Haare macht, kann man nicht die ganze Zeit aufstehen. Und ich bin eh eine unruhige Person. Und ach, das war einfach ein toller Nachmittag. Ich habe so genossen. Ich habe sie schon lange nicht mehr so gesehen. Und da will ich einfach nicht mitfilmen. Also ich, wen interessiert es auch, wie man Strähnchen reinsetzt, ne? Also im Endeffekt war das ein toller Nachmittag. Sie hat 1,5 Stunden bis 2 Stunden meine Haare gemacht. Also es war wirklich sehr, sehr lang. Und ich habe keine dicken Haare. Ich bin ganz froh, dass das was geworden ist. Und ja, ich meine, ich bin sehr glücklich. Und auch über unser Ergebnis. Ich muss sagen, es ist wirklich ein toller Frühlingslook. Ich hole euch nochmal an die Augen näher dran. Seht ihr das? Natürlich mache ich die Reste hier von der Mascara weg. Aber ich finde... es ist ein wirklich schöner Frühlingslook. Nicht zu much, nicht too much, sondern wirklich so, ja, genauso wie die Lippen. Finde ich richtig gut. Also die Kombi von Catrice, ich kann auch dir, Catrice sage ich schon, ich kann euch den Lipgloss auf jeden Fall von Alverde ans Herz legen. Der ist so, der ist schön cremig. Keine Lipcreme, die dann so peppig ist, sondern es ist ein Gloss, der auf Wasserbasis ist. Eindeutig. Wirklich sehr, sehr schön. Ich hoffe, es gefällt euch. Mir auf jeden Fall. Ich starte heute in den Montag sozusagen erst um 2 Uhr. Wir haben, glaube ich, 2. Aber gut, besser spät als nie. Ciao!